Guten Tag erstmal. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch so zahlreich erschienen sind und freue mich insbesondere, ja, dass wir hier was Neues ins Leben rufen wollen oder beziehungsweise schon ins Leben gerufen haben. Wer Sauerland in den letzten ein, zwei Jahren verfolgt hat, hat gesehen, dass wir Holkegang Hamburg veranstaltet haben mit den Boxen. Wir haben schon hier eine Veranstaltung mit Jack Kulkai gemacht, waren in der Barclaycard Arena und wollen jetzt hier eine schöne Serie in der Inselparkhalle starten. Ja, das Besondere ist eigentlich, dass wir nicht sagen, wir reden hier über einen Kampfabend, sondern wir wollen eben regelmäßig in Hamburg gemeinsam mit World of Sports in der Inselpark Arena Halle veranstalten. Das ist unser Ziel, dass wir hier das Thema Boxen in Hamburg wieder aufleben lassen, regelmäßig stattfinden lassen. Ich kann unter anderem jetzt auch schon den nächsten Termin bekannt geben. Wir werden dann am 24.02. die nächste Veranstaltung durchführen, gemeinsam in der Inselparkhalle. Und wollen eben hier Boxern aus der Region, aus dem Umfeld von Hamburg die Möglichkeit geben, hier zu präsentieren. Es soll aber auch wirklich gutes, hochklassiges Boxen sein. Wenn man hier die vier Protagonisten schon sieht, dann weiß man, dass wir hier uns einiges vorgenommen haben. Ich glaube, über den Hauptkampf reden wir gleich noch, aber muss man eigentlich die Worte verlieren, wenn man weiß, wen Nobel bereit ist zu boxen, nämlich den Marco Lavetti, dann weiß man schon, was auf ihn zukommt, der nun über starke Kämpfe gegen Marco Huck, gegen Patrick Nielsen gemacht haben. Auch sein Bruder Abel hat einen sehr, sehr starken Norweger Alexander Hagen als Gegner. Also wir wollen hier harte und faire Kämpfe sehen, aber die Jungs werden auch gefordert. Wir haben jetzt auch mit dem Gegner von, darf man Hafen Basti sagen, haben wir eine Einigung heute gefunden. Wir werden das, können die Namen nicht sagen, weil der Vertrag muss unterschrieben werden, aber auch das ist ein Gegner, der sehr, sehr starken Rekord hat, 9 Siege, 0 Niederlagen. Also das wird auch wirklich ein Brocken und am Montag werden wir dann auch von indem wir den Gegner bekannt geben, auch da werden wir was Vernünftiges machen. Wir wollen hier wirklich, dass die Jungs gefordert werden. Und wie gesagt, das Besondere oder das Neue ist, dass wir eben nicht nur durch den Kampfabend sprechen, sondern dass die Leute sich frühzeitig schon auf die nächste Veranstaltung einstellen können. Also jetzt wird bekannt 24.02. und so werden wir regelmäßig 3 bis 4 Mal im Jahr hier in Hamburg veranstalten. Der Termin Freitag, ja, es ist eine neue Idee. Samstag ist ja laut, es ist auch sehr, sehr viel Konkurrenzveranstaltung, gerade in einer Stadt wie Hamburg. Und wir testen das, weil wir sind sehr, sehr guten Mutes, dass der Freitag gut angenommen wird. Wir haben schon gut Tickets auch verkauft, da sind wir sehr happy und sind fest davon überzeugt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und regelmäßig tolle Veranstaltungen präsentieren werden. Ja, danke, Freddy. Peter Berg, Geschäftsführer Morsan Sports. Peter, diese Partnerschaft, die begann mit dem Kampf von Jack Kulkai, Inselparkhalle, das hat super funktioniert, ist eine tolle Halle fürs Boxen, wird super angenommen. Erzähl doch mal, was erhoffst du dir von unserer gemeinsamen Reihe? Ja, also von meiner Seite auch erstmal nochmal Hallo. Ich fange vielleicht an, 2 Sätze nochmal zu Morsan Sports zu sagen, weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt noch nicht jedem von Ihnen einen Begriff sind. Wir sind mal gestartet als Spin-off der Hamburg Towers, also der Basketballer hier in Hamburg, sind auch als Vermarkter der Inselparkhalle tätig, haben da natürlich eine Top-Location und haben dann eben auch festgestellt bei dem WM-Kampf mit Jack Kulkai, dass das fürs Boxen auch super funktioniert, man ist da sehr nah dran. Und ja, unsere Zielstellung ist eigentlich jetzt auch als Agentur, uns im Sportbereich hier in der Stadt breiter aufzustellen. Wir sind sozusagen erstmal beim Buchstaben B der Sportarten geblieben, Basketball, jetzt Boxen, freuen uns, dass wir da eben einen starken Partner wie Sauerland dafür auch gewinnen konnten und ja, wollen einfach auch die Location zum einen auf dem Wege noch mehr Leuten bekannt machen, noch mehr Leuten den Sprung über die Elbe nach Süden quasi schmackhaft machen und das ist auch das, was wir mit den Towers ja festgestellt haben, dass einfach die Resonanz immer sehr positiv ist und viele dann doch auch überrascht sind, dass es ein sehr kurzer Weg ist dann in die Inselparkhalle. Ja, danke Peter. Dann kommen wir gleich mal so zum sportlichen Teil
Hauptkampf, hat Freddy schon gesagt, wird Noel Gebor sein, der gegen Mirko Lachetti seinen WBO International Titel verteidigen möchte. Weil das ist eine Standortbestimmung auch für dich. WM-Kampf soll demnächst folgen. Hast du dir Mirko Lachetti schon genauestens angeschaut? Ja, natürlich. Vor allem kann man da auch einen Vergleich rausziehen, der schon gegen Marco geboxt hat und da auch relativ gut aussah und die Punkte da auch nicht so ausschlaggebend waren für den Kampf und er sich gut angestellt hat. Mirko Lachetti ist schon ein Weltklasseboxer, ein zäher Gegner, der aus der Doppeldeckung und einer guten Verteidigung kämpft und auch schon erfahrene Kämpfer gekämpft hat, ist auch top positioniert in den Ranglisten. Und daher wird das ein sehr unterhaltsamer Kampf werden. Aber er hat noch keinen Boxer meines Kalibers geboxt, der so wirklich so schnell ist, ein großer Gewichtler. Von daher wird das auch was Neues für ihn und ich kann einen spannenden Kampf versprechen und ich werde als Sieger rausziehen. Und bestimmt auch was Besonderes, dass du vor heimischem Publikum antreten darfst, richtig? Ich durfte ja bereits im Mai hier in der Barclaycard Arena vor heimischem Publikum antreten. Es freut mich immer wieder, in Hamburg zu boxen. Ich würde übrigens nur hier boxen, man muss ja auch nicht so weit fahren. Und ja, man ist immer wieder aufgeregt und man möchte seinem Publikum immer das Beste bieten. Ne? Dann können wir davon ausgehen, wenn wir dann soweit sind, mit dir eine Weltmeisterschaft zu machen, dann kriegen wir das auch hier in Hamburg hin. Freddy nickt, alles klar. Dass wir darüber gesprochen haben. Das hoffen wir. Ja. So, wir haben uns einen kleinen Untertitel für diese Veranstaltung überlegt, die sich anbietet, und zwar neue Boxhelden. Unsere neue Boxhelden, und zwar boxt neben Noel, wie wir sehen, sein Bruder Abel wird boxen, Sebastian Formella, den die Bild hier schönerweise Hafenbasti getauft hat, auch als Kampfname mittlerweile eingetragen, und Dima Weimer. Die Jungs verbindet nicht nur, dass sie alle aus Hamburg kommen, sondern die haben auch alle eine interessante Hintergrundgeschichte. Ich fange mal bei Noel an. Jurastudium hat er jetzt ein bisschen auf Eis gelegt, unterstützt, was wir alle sehr positiv finden, die Sea Shepherd, also Umweltschutz liegt dir am Herzen. Ja, die Sea Shepherd-Organisation finde ich sehr gut und ich kenne ein paar Leute von denen und das versuche ich auch zu unterstützen und Kontakt mit denen zu erhalten und promote auch die Sea Shepherds und es macht mir unheimlich Spaß, wenn die auch mal hier anlegen, dass man sich trifft hier bei denen auf dem Schiff und ja, hätte ich mehr Zeit, würde ich mich vielleicht sogar auf so ein Schiff begeben. Aber dazu muss man Vegetarier sein und das ist noch nicht der Fall bei mir. Das ist eine Grundvoraussetzung. Für den Sport brauche ich halt Fleisch und ja, das ist Grundvoraussetzung, muss man kein Fleisch essen. Ja, gut, dass du keinen Fisch isst vielleicht, das kann man verstehen. Nee, Fall. Fleisch auch nicht. Die essen, die ernähren sich nur von vegetarischen Produkten und das ist bei mir noch ein No-Go. Gut. Aber es ist natürlich lobenswert, dass du was machst. Dein Bruder, Abel, tritt im Halbschwergewicht an, auch eine reine Weste hast du, 11 Kämpfe, nichts verloren. Was bedeutet es für dich, in Hamburg anzutreten, zusammen auf einer Veranstaltung mit deinem Bruder? Also in Hamburg zu boxen macht mir immer riesig Spaß, vor allem weil auch immer zahlreiche Leute da sein werden, die ich gut kenne, Freunde, Bekannte, die pushen dann auch immer ein, die unterstützen einen. Und zusammen mit meinem Bruder auf einer Veranstaltung ist natürlich umso besser, weil wir auch terminlich einfach alles gut passt, wegen dem Training und so weiter, wir haben auch zur gleichen Zeit danach frei. Deswegen ist es eine tolle Sache. Ich freue mich, glaube ich, habe schon echt oft in Hamburg geboxt und das ist jedes Mal wieder was Neues, weil ja, man kann sich nicht daran gewöhnen, immer wieder vor allem für ein Publikum zu boxen. Und ich habe auch einen guten Gegner, diesmal wird es ein richtig guter Kampf. Ich stelle mich auf einen harten Kampf ein und kann den Zuschauern auf jeden Fall einen richtig guten Kampf versprechen. Und ja, es wird auf jeden Fall Spaß machen. Ja, Alexander Hagen aus Norwegen, 9 Kämpfe, nur eine Niederlage, ist ein harter Brocken. Wo soll die sportliche Reise so für dich hingehen? Also die sportliche Reise muss erstmal mit dem Sieg enden, jetzt am 14. Oktober. Das ist das nächste Ziel. Natürlich, jeder Boxer möchte natürlich Weltmeister werden, immer so weit wie möglich nach oben kommen. Mein Ziel ist es immer, Stein für Stein, also sozusagen jeden aus dem Weg zu räumen, der mir da vorgestellt wird. Und jetzt konzentriere ich mich erstmal auf Alexander Hagen, werde mein Bestes geben und bin zuversichtlich, dass ich ihn auch knacken werde. Auch du machst was Vernünftiges in deinem Leben, du studierst Jura, ne? Das lässt du auch nicht sein, ne? Das ist sehr löblich. Bitte in Richtung Rechtsanwalt oder Staatsanwaltschaft, was soll das werden, wenn es fertig ist? Aber mal fragen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich selber auch schon oft damit auseinandergesetzt und also erstmal war ich Richtung Staatsanwalt, aber ich denke mal, dass ich Richtung Rechtsanwalt gehe, zumal ich auch
diesen sportlichen Weg jetzt auch mitmache, kann ich auch später einigen Sportlern natürlich gute Ratschläge und Tipps geben, natürlich unterstützen in vertraglichen Situationen. Dann eher aber Richtung Handels- und Gesellschaftsrecht, sozusagen Zivilrecht, aber Rechtsanwalt auf jeden Fall. Ist meine Idee. Auf jeden Fall sehr löblich und man muss ja auch mal sagen, die Jungs betreiben Profiboxen und dass man dann nebenbei noch irgendwas macht oder einen vernünftigen Job erlernt, ist ja auch immer sehr, sehr löblich. Kommen wir zu Sebastian Formeller. Der hat nämlich auch einen vernünftigen Job, ist auch für mich ein Held, weil ohne ihn würden wir hier unser Obst, Gemüse etc. pp. nicht immer so frisch kriegen, weil er entlädt die großen Schiffe, die uns das alles bringen, am Hamburger Hafen. Heute hast du frei bekommen und direkt nach der PK musst du? Ja, aber Nachtschicht. Ich muss das ein bisschen umsetzen. War hier eigentlich Frühschicht, aber das heißt, so, als ich anfangen sollte, habe ich erstmal die nächsten 3 Tage Nachtschicht. Ja. Aber läuft. Ja, wie bekommst du das hin, dieses zwischen wirklich harte Arbeit und hartem Training, Profisport noch dazu, gutes Zeitmanagement? Ja, also ich richte einfach die ganze Woche halt nach dem Training. Das ist dann lauter die Frühschicht, trainiere ich 2-mal nach der Arbeit, habe ich Spätschicht, trainiere ich 2-mal vorher. Das ist schon ziemlich anstrengend, muss ich vieles verzichten. Aber wenn man irgendwie was erreichen will, dass sich was in den Kopf setzt, dann muss man halt auch ja, hart dran arbeiten. Ne? Anders geht's nicht. Darf man auch mal deinen Arbeitgeber loben, weil die räumen dir natürlich dann auch so flexible Arbeitszeiten ein bisschen ein, ne? Oder? Ja, die kommen mir schon gut entgegen. Also ich habe halt im Hafen ein bisschen mehr Urlaub, ich sage die Zeit lieber nicht, sonst bin ich raum durch den Raum. Und die kommen mir schon gut entgegen, wenn ich manchmal feste 2. Schicht habe und ich brauche unbedingt 1. Schicht, weil die Sparingspartner nur abends Zeit haben, dann tauschen sie schon mit mir die Schichten. Die kommen mir da schon gut entgegen und wenn ich jetzt so wie jetzt der Termin ist Freitags, dann kriege ich auch die Woche davor frei. Muss aber meine eigenen Tage dafür nehmen. Also ich kriege keine Sonderbehandlung als Arbeiter, aber die kommen mir halt gut entgegen. Was sagst du eigentlich zu deinem Kampf nach dem Hafenbasti, den dir Toro von der Bild verpasst hat? Kannst du damit leben? Ich finde es gut, weil viele Leute können sich damit identifizieren, weil ich halt im Hafen arbeite und auch zu meinem Camp kommen ja ganz viele Hafenkollegen von der HALA, von der GHB, von überall und ich finde das passt irgendwie, weil ich arbeite ja wirklich dort und ja, alle finden es lustig, feiern das ein bisschen, deswegen haben wir das auch super genommen. Nochmal Dank an Toro, ne, für den Spitznamen. Du hast jetzt 13 Kämpfe, die hast du alle gewonnen, bis 29 Jahre alt. Und wenn man so ein bisschen reinhört, du hast ja natürlich auch Ziele, sportlich gesehen, die sollen irgendwann, wenn es gut läuft, in so einem WM-Titel enden. Und du hast ja auch einen, der bei uns unter Vertrag ist, gegen den du gerne boxen würdest, mal in Zukunft. Kannst du schon ein bisschen was zu sagen? Ja, also Pläne, na klar, erstmal den nächsten Kampf gewinnen jetzt am 14.10. und dann vielleicht nächstes Jahr irgendeinen kleinen Titel zu boxen oder sowas. Und klar, wenn irgendwie ein Angebot oder irgendwas kommen würde gegen Jack Kutschei, denke ich mal, hast du jetzt angespielt. Und ja, wenn das passen würde, die Voraussetzungen alles, man will ja irgendwie nach oben kommen, dann würde man es probieren oder man würde das annehmen. Aber da fehlen ja noch ein paar Kämpfe auf jeden Fall. Ja, aber die bekommst du ja bestimmt schnell zusammen. Das dauert dann auf jeden Fall, ja. Danke, Basti. Und dann kommen wir zu Dima Weimer. Der hat auch einen vernünftigen Job. Ist nämlich bei der Polizei, ist Kommissar. Dima, auch an dich mal die Frage, wie funktioniert das zwischen diesem Job und Profisport? Wie kriegst du das gebacken? Also zurzeit funktioniert das ganz gut. Ich trainiere bei Colin Gebor, so wie meinen Teamkollegen Abel Noel und abends ist noch Klumpentraining. Und morgens sehe ich immer zu, dass ich entweder vielleicht vor der Arbeit mal auf eine Runde Platzeinheit vorbeikomme oder ich bei der Arbeit eine kleine Lauf- oder Platzeinheit absolviere. Als ich bei der in der Schicht noch war, in der Wache oder Bereitschaftspolizei, war das wesentlich anstrengender, weil ich im Schichtdienst tätig und dann hat man manchmal den Anruf bekommen, am Wochenende ist eine Spontan-Demo und da hat man mal 14 Stunden gearbeitet im MKTEC und Einführung dran und musste hinterher noch zum Training. Dann habe ich versucht, mal die Trainingseinheiten vorzulegen, damit ich lieber bei der Arbeit ein bisschen platt bin, als anders beim Training. Bei der Demo brauchtest du ja dann keinen Knüppel, ne? Da konntest du ja sagen, so links, rechts, Hamburger Hafen. Nee, das ist nicht, also ganz im Gegenteil, wenn man schon aus dem, sag ich mal, Boxsport oder Kickboxsport kommt, dann erwartet man das mehr oder weniger, muss man aufpassen, dass man nicht aggressiv auftritt, sondern dann wird dir das Wort zur Waffe und dann quatscht man sich, sabbelt man sich an ab, um bloß dann nicht irgendwie aufzufangen. Ja, und das ist natürlich auch, damit das wieder, ne, das ist eben vernünftig. Du wirbst ja auch junge Kollegen an, die dann
hier für Recht und Ordnung in der Hansestadt sorgen und das überlassen sie ja keinem, der die Fäuste sprechen lässt, sondern eher mit Worten versucht zu deeskalieren. Ne? Du hast Kickboxen angesprochen, fünfmal Weltmeister im Kickboxen in unterschiedlichen Verbänden. Wieso hast du die Sportart gewechselt? Wieso bist du zum Boxen gekommen? Also das Boxen an sich war immer schon ein großer Traum von mir und ich war also im Kickboxen etabliert, dass ich das eigentlich, hat sich nie die Frage gestellt. Und ich hatte immer den Wunsch, auch zum Boxen zu wechseln, weil ich auch viele Freunde aus dem Boxen waren, kannte, da mittrainiert habe und auch im Kickboxen war ich eher so für meine Hände bekannt als für meine Beine. Und dann hatte ich letztes Jahr eine Erkrankung und das habe ich für mich als Chance genutzt, um dann Boxen wieder zu kommen. Und ja, so kam das. Dann habe ich letztes Jahr umgesattelt und dann nochmal auch die letzten Jahre, ich bin nochmal 30, nicht mehr der Jüngste im Bunde. Und dann sind die letzten Jahre manchmal das, worauf ich wirklich Bock habe und das ist Boxen. Ja, also ein großes Lob und vielleicht auch mal einen kleinen Applaus, weil Mimi hat natürlich auch die Krankheit, es war, darf man sagen, es ist eine Krebserkrankung gewesen. Toi, 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 sieht das alles gut aus momentan. Und das ist trotzdem weiter ein so, das sind für mich auf jeden Fall vier unserer Hamburger Helden, die am 14.10. boxen werden. Eure Fragen bitte. Ja, von Hafenbasti muss ich mal wissen, wie lange so ein Arbeitstag bei dir eigentlich geht und also so ein Arbeitstag kombiniert mit Trainingstag. Wie lange bist du unterwegs? Also sagen wir, wenn ich jetzt Frühschicht habe, dann muss ich um 6 aufstehen dann fahre ich zur Arbeit. Um 15 Uhr habe ich dann Feierabend, dann geht es zurück, dann esse ich eigentlich eine Kleinigkeit, damit ich Energie fürs Training habe. Dann geht es zum ersten Training, eine Laufeinheit dann meistens oder eine kleine Krafteinheit. Dann ruhe ich mich wieder aus, 2-3 Stunden, dann geht es um 19 Uhr, manchmal 19.30 Uhr zum nächsten Training dann. Ne? Dann ist das die zweite Einheit. Dann je nachdem, wenn noch Sauna und sowas ansteht und dann nach Hause mich gegen 10 Uhr zu Hause. Und dann versuche ich eigentlich, wenn es geht, schnellstmöglich einzuschlafen. Ja. Aber dann musst du 8 Stunden arbeiten, normal? Ja genau, 8 Stunden. Okay. Nach Stunden Trainingseinheit ist immer so 1,5 oder? Ja, ist immer individuell. Ne? Wenn wir Leute haben, sind manchmal eine Stunde, manchmal dauert das Training 2 Stunden. Heute hat das Training 1:45 gedauert. Also das ist je nachdem, was am Programm steht. Bevor hier gleich die nächsten 1000 Fragen kommen. Ihr seht alles so ein bisschen so ganz schnieke aus. Habt ihr den gleichen Schneider oder habt ihr euch abgestimmt? Ja, wir wurden ja ausgestattet von Pressmann, sind alle gestern hingefahren und haben uns einen Anzug abgeholt. Deswegen sehen wir auch so schön einheitlich aus, ne? Schön passend. Passend. Aber was für deine Krawatte? Passend? Also Krawattenbinden bin ich kein Profi drin, muss ich ehrlich sagen. Man kann ja lohnen. Ja, die Frage ist, ob er das selber war, ich weiß auch nicht, wie war, aber die Krawatte kann ich eigentlich binden, war nicht so mein Ding jetzt gerade, aber nicht, dass es trotzdem sieht, trotzdem. Schick aus von Dressmann. Ja, also wo wir gerade bei Dressmann sind und auch hier natürlich mal herzlichen Dank an das Blockbräu. Das sind eben lokale Sponsoren, die uns freundlicherweise auf diesem Weg, diese Veranstaltungsserie zu etablieren, unterstützen. Im größtmöglichen Umfang hoffentlich. Sodass wir dann eben auf diese 3-4 Veranstaltungen pro Jahr kommen. Wie gesagt, das Ganze wird live und exklusiv auf Run Fighting laufen, diese Serie. Und wir werden gucken, Freddy, ich glaube, wir neben den Vieren werden wir noch ein paar, auf wie viele Kämpfe wir an dem Abend kommen. Also, Stand jetzt sind wir ungefähr bei 7 Kämpfen. Da sind also jetzt noch regionale Kämpfe dazu, da sind wir gerade im Gespräch. Und ein sehr, sehr gutes Programm, sehr, sehr unterhaltsames Programm, die wir werden dann in den nächsten Tagen auch bekannt geben. Dann ca. 18 Uhr Einlass, 18.30 Uhr loslegen und dann soll der Hauptkampf so gegen 22 Uhr starten. Das ist dann auch alles ein kurzes, komponiertes, aber gutes Programm ist. Und muss man sehen, wie das mit der Freitag wollen wir auch nicht zu früh anfangen, weil wir 18.30 Uhr, 18.45 Uhr so anfangen, glaube ich, ist das gut zu machen für auch die Zuschauer, die den ja nicht so weit wie ich über die Elbe finden. Ja. Kann Noel noch mal was sagen? Entschuldigung. Was möchtest du denn hören? Ja, für den Hamburger Morgenpost. An Herrn Mess, Hamburg als Standort, war das, musste sich dieser Standort durchsetzen wie ein anderer? War das gleich da? Was hat für Hamburg gesprochen?
Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass jetzt so einige Sportarten nicht mehr da sind, dass es da so eine Art Vakanz gibt, die gut zu füllen ist? Also grundsätzlich ist Hamburg ja eine absolute Boxstadt. Also ist ja kein Geheimnis, dass Universum hier ansässig war und hier häufig veranstaltet hat. Und es gibt jetzt auch so ein bisschen insgeheim, also insgeheim der Inhaber. Einer der Inhaber lebt ja auch hier in Hamburg, ich selber bin auch aus Hamburg. Und wir glauben einfach an den Standort Hamburg. Hier ist einfach ein gutes Boxpublikum, hier gibt es viele Boxclubs, hier gibt es viele gute Boxer. Auch von den Journalisten ist das Thema, wird das immer gut begleitet. Und ich denke, das ist einfach ein guter Standort. Und abgesehen davon glaube ich, dass es der Stadt Hamburg extrem gut tut, nach den ja noch nicht so erfreulichen Nachrichten, die die vermeintliche Sportstadt Hamburg in den letzten Monaten hatte. Sei es Olympia, sei es Freezer, sei es Hamburg und so weiter. Wenn wir hier doch was ins Leben rufen, was einfach deutlich für die Sportstadt Hamburg spricht, weil selber kommen wir aus dem Sport, aus einer anderen Sportart, aber wir müssen das hier sehen, dass Hamburg weiter eine Sportstadt bleibt, also nicht so attraktiv. Und es muss eben auch andere Sachen außer dem Fußball geben und das ist ein Weg, der ein Thema, was das Ganze bestimmt unterstützt. Turbo? Jo, Noel, du hast gesagt, WM ist irgendwann Ziel, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ich glaube, bei der WWO treffen jetzt zwei aufeinander. Ist das so der Gürtel, den du anvisierst? Ja, ich bin ja mittlerweile nicht nur bei der WWO gut gerankt, sondern bei allen Wettbewerben in den Top 5, glaube ich, oder Top 7 sogar. Und wenn man die Ratings beobachtet, bin ich mit einer der jüngsten dort, die top geratet sind. Also habe ich auch noch viel Luft nach oben. Und ich denke, mit diesem Kampf werden sich weitere Türen öffnen. Natürlich muss ich jetzt noch meinen Titel verteidigen. Und dann werde ich meine Chance irgendwann wahrscheinlich bekommen und werde dafür sorgen, dass Hamburg, wie gerade auch angesprochen wurde, Hamburg war immer in Boxhochburg, hatte immer einen Weltmeister, nur die letzten Jahre halt nicht mehr. Und dafür würde ich halt sorgen, dass Hamburg demnächst wieder einen Weltmeister hat. Und den Kampf, den du ansprichst, Usyk gegen, wie heißt der nochmal, Lovatsky, den Hochkreuzfinger, wird wahrscheinlich ein sehr guter Kampf. Wird wahrscheinlich ein schwerer Kampf, weil beide Rechtsausleger sind, dass beide nicht gewohnt sind. Der eine ist professionell erfahrener, der andere hat eine lange Amateurkarriere. Ich weiß nicht, wie es da ausgehen wird. Auf jeden Fall schaue ich mir den Kampf auch an und dann bereitet man sich irgendwann auf den Sieger wahrscheinlich vor. Oder halt in den anderen Verbänden. Was schneller kommt. Also wir beobachten natürlich auch alle, wie gesagt, alle Verbände. Es passt jetzt ganz gut, dass am 14. Box, dann am 16. Oktober beginnt auch die Video-Convention, wo wir natürlich auch vertreten sind. Aber wir beobachten das ganz genau. Aber im Moment ist es naheliegend. Aber man muss halt sagen, ich finde das halt auch sehr gut, nur von sich aus selber gesagt hat, es muss jetzt auch losgehen. Ja, ich meine, er hat ja auch schwere Gegner geboxt, aber das ist jetzt ein, wie er selber schon gesagt hat, ein anderes Kaliber, weil er will jetzt auch sehen, wo er steht. Er will jetzt nach oben und es gibt ja häufiger auch Boxer, die dann 28, 29, 30 vermeintliche Aufbaukämpfe oder was weiß ich haben und dann kommt mal ein bisschen schweres Kaliber. Wir haben das jetzt, glaube ich, gut geplant mit ihm zusammen und mit Koren, seinem Trainer, das jetzt so Schritt für Schritt und jetzt ist die Zeit auch reif. Ja, aber jetzt muss er diesen 14.10., das ist eine harte Nuss, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden, aber er will das auch und das finde ich auch an allen, die hier sitzen, die haben irgendwie ihre Ziele und das wird immer schwerer werden, je höher die Jungs auch kommen, das muss man auch klar sagen, ob man dann immer noch weiter den Job machen kann, nur er hat gerade gesagt, wir alle machen das vernünftig, nur ich nicht, nebenbei, das ist dann irgendwann. Nachher geht es in Moskau und Cape und Verbrechen bekämpfen. Das sind ja auch nur Helden. Nein, das sind ja richtig. Ich sage nur, das beides unter einen Hut zu bringen, irgendwann wird halt sehr, sehr schwierig. Ja. Noel hat ja dann auch irgendwann gesagt, ich mache uns nicht mehr aus Boxen. Das wird zu beobachten sein bei den anderen drei Jungs. Aber wir freuen uns sehr, dass Noel diesen Schritt jetzt will und sagt, ich möchte jetzt auch bald eine Weltmeisterschaft boxen. Und das Potenzial hat er allemal, hat er selber auch ein bisschen von sich gesagt. Und ich denke, es ist bis jetzt die Karriere gut geplant worden und jetzt, wenn er das schafft, dann wird es im nächsten Jahr auch soweit sein. Und vielleicht nochmal ein bisschen norddeutsche Boxtradition will auch an dem Abend Schakone heute hochhalten. Der Großvater, der guckt da mit Argusaugen drauf, was aus dem Jungen wird und auch sein Onkel war deutscher Meister bei den Profis und bei den Amateuren. Schack, wie alt bist du jetzt eigentlich? 18. Du bist schon 18 Jahre alt. Wir kennen uns ja die Familien ein bisschen länger aus Lübeck. Chuck, freust du dich zu kämpfen in Hamburg? Ja. Also, wie gesagt,
wie auch die anderen sich schon darauf freuen, dass eben die Familie dabei ist, dass die Leute, die einen immer unterstützt haben, auch eben eine kurze Anfahrt haben und dass eben der Supporter ist. Und ich freue mich drauf. Ich glaube, meine Mutter freut sich auch drauf, die mich immer unterstützt hat seit in den letzten Jahren. Und wir hoffen, dass es eine gute Veranstaltung wird. Ja. Ich konnte das ja letzten Sonntag, was du nicht wissen, aber ich glaube, bei der Veranstaltung, das war also, hat er auch sportlich gut gemacht, aber ich muss sagen, also diese halbe Halle war ja mit seinem Fenster gefüllt. Da freuen wir uns, wenn du dann auch eine ganze Menge davon mitbringst am 14.10. Aber ich denke, hast du die Chance auch verdient und es wird dann, rundet das auch gut ab. Und wie gesagt, weitere Kämpfe gehen wir dann auch in den nächsten Tagen kann. Ja, gibt es noch Fragen? Ist auch egal. Also, ihr habt keine weiteren Fragen, dann kommen wir zu ein paar schönen Fotos von unserer neuen Wand. Die Jungs, die hier von Dressmann eingekleidet worden sind, einmal hier vorne draußen für Interviews, die Jungs haben Zeit mitgebracht. Die beiden Gebos sowieso, weil sie ja eine halbe Stunde spät gekommen sind. Danke. Du hast sonst hier Das ist eine halbe Stunde. Können wir noch ein Foto machen, das war ganz gut.